Unterricht lernförderlich planen mit Hilfe der didaktischen Route. Damit Unterricht lernwirksam sein kann, sollte er gut vorbereitet sein. Das trifft sowohl auf Unterricht zu, in dem es um Wissensvermittlung, als auch auf solchen, in dem es um das Üben von Kompetenzen geht. In diesem Video wird die didaktische Route als ein Planungsinstrument für Unterricht vorgestellt, die diese Lernwirksamkeit konsequent berücksichtigt. Am Ende dieses Videos werden Sie wissen, wie die didaktische Route funktioniert und wie Sie die didaktische Route für Ihre Unterrichtsvorbereitung nutzen können. Überlegen Sie kurz. Wie sehr beachten Sie bei Ihrer Unterrichtsvorbereitung, wie Ihre Schüler lernen? Ein Hinweis an dieser Stelle: Im Video Lernförderliche Aufgaben konzipieren, das ebenfalls im Fachportal abgelegt ist, wird zu Beginn kurz dargestellt, was passiert, wenn wir lernen. Die didaktische Route zeigt eine klare Struktur, mit deren Hilfe Unterricht so geplant werden kann, dass er die Gehirne der Schüler immer wieder anspricht. Durch diese Struktur gibt die Route dabei Lehrkräften und bei durchgängiger Anwendung auch Lernenden Orientierung und Sicherheit bei der Frage, welcher Unterrichtsschritt als nächstes folgt. Die Route besteht aus drei Kernelementen. Zunächst haben wir das subjektive Konzept. Es hat eine zentrale Bedeutung in der didaktischen Route, weil in diesem Abschnitt des Unterrichts die Gehirne der Lernenden jedes Mal aufs Neue in Aktivität versetzt werden. Wie genau das subjektive Konzept immer wieder genutzt und angesprochen werden kann, wird im Folgenden noch erläutert. Das zweite Element sind Informationen. Dieser Bereich umfasst die Sequenzen des Unterrichts, in denen den Lernenden neue Informationen zur Verfügung gestellt werden. Der dritte Bereich umfasst das praktische Tun. In diesen Unterrichtsabschnitten wenden die Schüler das neue Wissen in eigenem Handeln an, beziehungsweise sie trainieren und üben ihre Fertigkeiten. Die Unterrichtsplanung mit der didaktischen Route ermöglicht, diese drei Bereiche so miteinander zu verknüpfen, dass möglichst viel und tief gelernt wird. Das konsequente Ansprechen des Gehirns, des subjektiven Konzeptes, ist das, was die didaktische Route wesentlich ausmacht. Lernen geschieht in unserem Gehirn. Dazu muss es wach, das heißt aktiviert sein. Es muss sozusagen britzeln im Kopf. Diese Aktivierung passiert beim schulischen Lernen selten einfach so, weshalb Lehrkräfte sich im Vorfeld überlegen sollten, welche Fragen und Impulse ein Schlüssel sein können, um oben aufzumachen. Denken Sie kurz nach, wie machen Sie das? Regen Sie die Gehirne Ihrer Schüler mit Impulsen an, auf die diese ohne Mühe zurückgreifen können. Locken Sie die Gehirne quasi mit leicht zugänglichen Fragen. Auch das Gehirn braucht ein Warm-up. Versuchen Sie in der Aktivierung wirklich alle Schülerhirne aufzuschließen. Jeder soll hier mitdenken können. An vielen Stellen bietet es sich an, auch Emotionen anzustoßen. Zum Beispiel durch Fragen wie: Wie findest du das? Ein Beispiel. Sie arbeiten im Unterricht zum Thema Wasser als unerschöpfliche Ressource. Dazu kann jeder Schüler darüber nachdenken, wann die Familie Wasser im Alltag braucht und schätzen, wie viel jeweils benötigt wird. Das subjektive Konzept eines jeden Schülers ist nun für das Thema geöffnet. Ist oben auf, hat sich die Chance erhöht, dass Neues in das Gehirn aufgenommen werden kann. Damit ist die zweite Ebene der didaktischen Route erreicht. Unsere Sinne ermöglichen es, diese neuen Informationen aufzunehmen. Dem Lesen als Kulturtechnik kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.
Sind diese Informationen wahrgenommen worden, muss das Gehirn sie verarbeiten. Der Prozess des Andockens passiert gleichfalls nicht automatisch, sondern sollte von der Lehrkraft wiederum durch entsprechende Fragen und Impulse unterstützt werden. Das kann durch zweierlei Arten geschehen. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass die neuen Informationen dem Gehirn des Lernenden entsprechend neu angeordnet werden. Da jedes Gehirn andere Strukturen aufweist, können Informationen in der Regel nicht so im Gehirn andocken, wie sie präsentiert worden sind. Sie müssen zu eigenem Material umgebaut werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die neuen Informationen mit dem bereits vorhandenen Wissen zu verbinden und so individuelle Andockstellen zu schaffen. Überlegen Sie kurz. Welche Fragen und Impulse verwenden Sie in Ihrem Unterricht, wenn Sie Ihre Schülerinnen und Schüler Informationen verarbeiten lassen? Welche Möglichkeit die Lehrkraft nutzt, hängt von der Lerngruppe und vom Thema ab. Auch eine Kombination aus beiden Möglichkeiten kann sinnvoll sein. Zurück zu unserem Wasserbeispiel. Wenn die Lehrkraft mit dem Wasserkreislauf weiterarbeitet, kann sie zum Beispiel die Schüler eine grafische Darstellung dazu ansehen lassen. Schritt 1 der Verarbeitung der neuen Informationen ist es nun, dass die Schüler in eigenen Worten sagen, welche einzelnen Informationen sie der Grafik entnehmen. Im zweiten Schritt geben die Schüler die Zusammenhänge zwischen den Informationen in eigenen Worten wieder. Nun kann gegebenenfalls noch einmal eine Verknüpfung zur Ausgangsfrage hergestellt werden, indem darüber nachgedacht wird, wo in dieser Grafik das Wasser, das im Alltag verbraucht wird, dargestellt sein müsste. Nachdem durch gute Verarbeitungsfragen und Impulse die neuen Informationen im Gehirn verankert werden konnten, dies wird natürlich bei unterschiedlichen Lernern in unterschiedlicher Tiefe und Geschwindigkeit geschehen, kann das neue Wissen im Handeln erprobt werden. Auch das praktische Tun hat verschiedene Facetten. Es reicht vom tatsächlichen Üben, über das Anwenden des Gelernten in neuen Kontexten, das Lösen neuer Probleme, das Trainieren im eigentlichen Sinn bis zum Experimentieren und Forschen. Damit das Handeln zu vertieftem Lernen führt, ist es an dieser Stelle wiederum nötig, es im Anschluss reflektieren zu lassen. Diese Phase der Reflexion ist gerade bei ungeübten Lernern besonders wichtig. Sie führt nämlich dazu, dass sich die Lernenden dessen, was sie gerade getan haben, tatsächlich bewusst werden. Die Bewusstmachung wiederum ermöglicht bestimmte Entscheidungen für zukünftiges Handeln, wie zum Beispiel, bin ich damit zufrieden oder will ich das wieder so machen? Überlegen Sie kurz, in welcher Weise lassen Sie Ihre Schüler noch einmal nachdenken, nachdem diese etwas angewendet oder praktisch erprobt haben? Es wird bei der Reflexion zwischen dem Reflektieren über das Ergebnis oder das Produkt und dem Reflektieren über den Weg oder den Prozess unterschieden. Beides ist wichtig, muss allerdings nicht immer zusammengetan werden. In welcher Form reflektiert wird, hängt auch wieder von der Lerngruppe und vom Thema ab. Wenn Ihre Schüler mit Reflexion beginnen, sollten die Reflexionsfragen zunächst einfach sein. Auch hier geht das Gehirn erst einmal gern einen leichten Weg. Zurück zu unserem Wasserbeispiel. Als Aufgabe aus dem Bereich des praktischen Tuns bietet sich hier möglicherweise ein Experiment an. Das Experiment wird geplant, durchgeführt und ausgewertet. Die Reflexionsphase beginnt dann bei Fragen wie: Was hat dich überrascht? Was hättest du nicht erwartet? Wo hat dieses Experiment mit deinem Umgang mit Wasser im Alltag zu tun? Worüber willst du weiter nachdenken? Was kannst du mit deiner Erkenntnis nun konkret tun? In der Reflexion darf der Lerner natürlich auch feststellen, dass er noch keine Verknüpfung gefunden hat. Wenn dieses Reflexionsergebnis ernst genommen wird, kann dies als Diagnose für das weitere Lernen bedeutsam sein. Hier noch einmal die didaktische Route im Ganzen. Zu erkennen ist die Bogenform, wie beim Skifahren, immer über die Mitte, das subjektive Konzept, das Gehirn.
unabhängig davon, ob Sie von der linken oder der rechten Seite kommen, der folgende Planungsschritt betrifft das subjektive Konzept. Überlegen Sie kurz. Stehen die drei Bereiche als Ausgangspunkt gleichberechtigt nebeneinander, sodass die Planung von jedem dieser Bereiche gestartet werden kann? Was meinen Sie? Wie würden Sie begründen? Tatsächlich kann jeder der drei Bereiche als Ausgangspunkt bei der Planung genutzt werden. Sie können mit der Aktivierung beginnen. Das ist sicher auch die häufigste Variante und sehr lernerfreundlich, weil Sie die Schüler damit gut abholen. Sie können gleichermaßen mit neuen Informationen einsteigen, abhängig vom Lerngegenstand und der Lerngruppe. Die dritte Möglichkeit, mit dem praktischen Tun zu beginnen, kann im fortlaufenden Lernprozess genutzt werden, wenn die Schüler tatsächlich drin sind. Vom jeweiligen Ausgangspunkt wird dann mit der Route weiter geplant. Wie bereits gesehen, kann die didaktische Route für unterschiedliche Lernsituationen genutzt werden. Wenn es um Wissenserwerb geht, wird es in erster Linie um die Verarbeitung der neuen Informationen gehen. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, dass diese Informationen immer wieder gut verarbeitet werden, sodass es zu einem möglichst tiefen Wissen über den Lerngegenstand kommt. Ist das Wissensfundament solide aufgebaut, kann das Wissen sicher angewendet werden. Geht es hingegen um das Trainieren von Fertigkeiten, liegt der Schwerpunkt der Route auf der Verknüpfung von praktischem Tun und Reflexion. Je nach Ausgangspunkt wird im subjektiven Konzept zunächst aktiviert, verarbeitet oder reflektiert. In dieser Route reflektieren die Lernenden ihr praktisches Tun kontinuierlich, um sich den eigenen Lernfortschritt bewusst zu machen. Reichen die Kenntnisse für das praktische Tun noch nicht aus, wird noch einmal der Bogen zu neuen Informationen geschlagen. Die enge Verzahnung zwischen eigenem Tun und Nachdenken über dieses Tun kann hier zu großartigen Aha-Effekten im Lernprozess führen. Reflektieren Sie nun. Was werden Sie zukünftig in der Vorbereitung Ihres Unterrichts mehr beachten oder mit anderen Augen sehen? Wenn Sie Interesse an Fortbildungen zu diesem Thema haben, sei es für Ihre Schule, Ihre Fachschaft, Jahrgangsstufe oder für Sie selbst, kontaktieren Sie uns gern. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu arbeiten und Unterricht mit der didaktischen Route zu planen.